herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Eva und heute losen wir die Denk-an-dich-Box aus. Und wenn ihr wissen wollt, wer gewonnen hat, dann bleibt dran. So, meine Lieben, also, ich habe ja die Denk-an-dich-Box verlost in einem Video mit der Pinkbox. Also da habe ich die Pinkbox gezeigt und habe danach eine Verlosung gemacht mit der Denk-an-dich-Box. Den Link zu dem Video setze ich euch unten in die Infobox rein. Da ist jede Menge drin. Ja, ihr seht, ich habe hier einen riesen Douglas-Karton. Der ist voll. Deswegen, da seht ihr auch, was da drin ist. Ich möchte jetzt nicht alles wieder auspacken. Ich habe das jetzt alles so schön eingepackt. Aber ich kann euch vielleicht mal einen kurzen Blick zeigen. Also da sind auch Pralinen drin. Da ist ganz viel Schönes drin. Und wir losen heute nochmal gemeinsam. Das habe ich auch schon hier eingepackt. Das Set mit der Lidschattenpalette aus, denn die Gewinnerin hat sich leider nicht gemeldet. Ich habe alles probiert, ich habe unter 2 Kommentare geschrieben, ich habe ein Verlosungsvideo gemacht und ja, wer sich nach einer Woche nicht meldet, hat jetzt halt leider Pech. Ich kann es jetzt nicht ändern, ich hoffe, es ist nichts passiert und ist alles soweit in Ordnung. Deshalb muss ich einfach neu auslosen. Und ihr wisst, ich habe ja den Comment-Picker und da kann ich ja den Link einfügen von dem Video. Und was habe ich denn hier jetzt gerade? Ah ja, genau, denk an dich. Und habe jetzt auch ausgelost. Ich zeige euch jetzt, wer gewonnen hat. Also ich blende euch auf jeden Fall mal hier ein, wer die denk an dich Box gewonnen hat. Die denk an dich Box hat Ninis Teddy-Schweine gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, meine Liebe, zu dieser schönen Box. Ich blende euch hier ein, wer die denk an dich Box gewonnen hat. Und freue mich auf jeden Fall, dass du gewonnen hast. Denn sie ist auch wirklich sehr fleißig am Kommentieren, aber alle machen das natürlich. Deswegen mache ich auch Verlosungen, um euch einfach etwas zurückgeben zu können. Und das kann man ja immer mit einer tollen Verlosung, ne? So, also meine Lieben, ich freue mich immer, wenn ihr ganz lieb und tolle kommentiert. Ich freue mich immer über eure tollen Nachrichten und den Austausch mit euch. Das macht echt mega Spaß, deswegen mache ich das hier, ne? Das ist echt ein Hobby geworden. Und ja, freue mich immer, wenn ich tolle Nachrichten von euch lesen kann. Ja. Und jetzt habe ich natürlich noch einen zweiten Gewinner gezogen. Und zwar für die Lidschattenpalette, für das Set. Das seht ihr auch in einem anderen Video. Da habe ich, glaube ich, mehrfach schon gezeigt. Auch in einem anderen Verlosungsvideo und so weiter. Das könnt ihr auch sehen. Ich meine, im Action, wo ich die Action-Lidschattenpalette ausprobiert habe. Aber das verlinke ich euch auch nochmal in der Infobox, in welchem Video das war. Könnt ihr mal nachschauen. Und dieses tolle Set hat gewonnen Conny Stegemann. Herzlichen Glückwunsch. Also ich blende es euch hier wieder ein. Also hier, wer das Lidschattenpaletten-Set gewonnen hat. Herzlichen Glückwunsch. Meldet euch bitte bei mir wegen eurer Adressen. Dann kann ich euch die Sachen zuschicken. Natürlich werde ich auch unter das Video nochmal kommentieren. Aber wenn ihr das Video seht, ich gucke mal, wer wo kommentiert hat. Und dann schreibe ich euch jetzt unter einen Kommentar. Und dann meldet euch bitte bei mir, damit ich euch die Sachen zuschicken kann. Ich freue mich, dass es jetzt 2 Gewinner gibt hier in diesem Video. Und ja, habe jetzt auch gerade ein Schminkvideo noch gedreht vorher. Und zwar mit der Avatar Lidschattenpalette. Da könnt ihr mal vorbeischauen. Das lade ich aber erst noch hoch. Also das kommt erst die Woche noch. Ist echt schöner Look geworden. Also meine Lieben, ich freue mich. Meldet euch bei mir. Herzlichen Glückwunsch an die 2 Gewinner. Und die nächste Verlosung kommt, seid nicht traurig, macht auf jeden Fall weiterhin mit. Der Krabbelsack ist wieder gefüllt, aber ich muss jetzt gucken, dass ich immer nur eine Verlosung vielleicht mache, weil das war jetzt echt viel in der letzten Zeit. Folgt mir auch sehr gerne auf Instagram, denn da mache ich auch öfters mal Verlosungen. Aktuell ist gerade eine Wundertüte, die ich verlose, also eine selbst zusammengestellte Wundertüte. Werde ich vielleicht auch mal auf YouTube machen und ja, schauen wir mal. Also meine Lieben, der Krabbelsack ist wieder gefüllt, das heißt, es kommen wieder neue Verlosungen. Ich warte jetzt noch auf meine Sissi-Box oder Sissi-Box. Vielleicht mache ich dann da einfach noch eine Verlosung, ich muss mal schauen. Und wünsche euch einen schönen Tag und freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dann, tschüssi!